Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcel Dafür ist also zu heute zu einem neuen Video namens 7 Days to Die. Mit dabei ist endlich mal die Flammi. Was heißt du endlich mal? Nachdem, dass du sie eine 3 Wochen vergessen hast. Ich hab nicht vergessen, ich hab einfach selber mehr Videos dazu gehabt. Ja, ja, mehrmals dran erinnert und ja. Aber egal. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, und jetzt muss ich hier, umrennen. Das ist die Strafe fürs Vergessen. Merkt ihr das? Jetzt muss ich 3 Kühe. Ne, jetzt sind 1,3 nur noch. Ja, davor war es aber 3. Das beweist das erstmal. Und es ist mitten in der Nacht, lass mich mitten in der Nacht dunkel. Noch abends sind echt hier rumlaufen. Mitten in irgendeinem komischen Wald, wo mich Zombies angreifen. Damit du abfährtest und wenn es nicht funktioniert, bin ich hier, muss ich mir bis viel davor reden. Ja, hast du recht. Dann sagst du das morgen bei mir, dass ich nicht kommen kann. Passt, dann ist es ziemlich okay. Hättest du gern. Ja. Und hast du einen Zombie gekommen? Nö. Oha. Alter, diese Ausdauer geht mir so auf den Keks in diesem Spiel. Ja. Die ist viel zu gering. Ich weiß. Kann man einfach leveln. Wenn du zufällig noch ein Nester findest, so folgendes Nester, nimm die mit. Okay. Ich hab das hier jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Schon locker fast ein Jahr oder so. Okay. Ich weiß nur noch, wie meine Boden klitscht. Das ist ein Fahrrad, das ist ja. Wo du wieder illegale Sachen in dem Game hier machst. Petito. Wohin rennst denn du? Ich suche gerade einen Eingang. Du warst gerade davor, das ist dir bewusst, oder? Das ist aber verriegelt. Oh, Häuser zünd ich auch gerne an. Da dim, da dumm, verdammt. Ach, Digga, juckt irgendwo einer, Vorsicht. Hey, sieht hier geil aus. Du darfst hier wirklich nichts kaputt machen. Ach, Digga! Ich krieg Besuch! Ich hab nur eine Fackel als Waffe. Du hast dir eine gute Wohnung ausgesucht. Manfred! Wie gesagt, wir brauchen jetzt das erste, was wir brauchen, werden jetzt Waffen. Mal so, also Pfeile und so für den. Und ich zünde auch gern Zombies an, hab ich vergessen zu erwähnen. So, jetzt sagen wir machen jetzt Arbeitsaufteilung. Willst du eher Holz oder Pfeile sammeln, so Federn sammeln? Ich sammle Holz. Ich hole mein Holz. So, dann gehe ich. Mal da lang, hol den Federn sammeln. Brauche ich dafür nicht zwingend eine Axt? Ah, ne, brauche ich nicht. Würde ich dabei empfehlen. Bringt geht schneller auf dem Holz. Ich mache es immer ein paar Minuten und dann mache ich es wieder aus. Wie ist denn noch Zeit? Ich weiß noch bei Advent. Dann habe ich extra Marcel und einen anderen Freund von uns gesagt. Erinnert mich daran, dass ich Adventskerze angemacht habe. Ich glaube, 4 Stunden später oder so habt ihr es mir gesagt. Und dann schaue ich dahin. Dann denke ich mir so, ah, das Wachs ist schon runtergelaufen. Schön. Das geh ich lieber von dem Tisch weg. Kann es sein, dass du mich eigentlich nur in dieses Game haben wolltest, damit ich Ressourcen für dich sammle? Eigentlich nicht.
10 Million Center, 10 Million Center. Sag nicht, was ich so gerne tat. Tat? Jetzt sag ich das. Ein kleiner Zombie im Wald hängt da hinten. Ich hab mal Blöcke holen, damit ich wieder hochkomme. Was? Ich mach mal ein paar Blöcke, dass ich da hochkomme. Mach, was du nicht lassen kannst. Muss ich euch eine Leiter. Findest du eigentlich, dass mein Mikrofon die Qualität verbessert hat? Und so viel, ja. Ich hab schon 500 noch was Holz. Wir werden mehr brauchen. Wir sagten, dass du das schon bekommst. Brauchen wir auch für die Base. Flammi und Feuer sind da feiß im Verein. Ja, komm. Kommen. Hast du Lust auf Frischfleisch? Du verschließt unter Frischfleisch. Reh. Das kann wegrennt wegen Zombie. Miss Rocks. Nee, ich krieg den Bock mal dahinter zu rennen. Ich bin hier gerade in so einem Haus, wo ich gerade Sachen, wo ich das gerade auseinander in das Haus befreie von den Zombies. Du hast aber eine schöne Hütte ausgesucht. Ich hoffe, die bleibt auch so schön. Und nicht, dass die Küche plötzlich nur noch zur Hälfte steht. Am Anfang vielleicht auseinandernehmen, zumindest ein Teil, damit ich Ressourcen bekomme und dann wieder hinbauen. Oder du lässt es jetzt einfach so. Nein, da ich auch Ressourcen drauf. Ich besorg die Ressourcen, besorg den anderen Haus. Okay. Ich möchte, dass das Haus so bleibt. Vielleicht brauche ich ja noch irgendwann einen Schlafsack, ne? Ja, ne Idee, weil das ich auch bringen will. Ich klopp mich da gerade durch die Leute hier. Ach man. Kann man vielleicht ausstellen, dass Zombies auf Gebäude draufhauen, das nervt. Na, leider nicht. Das ist das, was mich am meisten nervt in diesem Game. Aber sonst wäre ich auch irgendwie langweilig, oder? Mich nervt. Oh! Oh, du kleiner Elendig. Aus welch Loch kommst du? Bist du hochgekrochen? Warum kann man eigentlich die Betten nicht benutzen? Warum muss man eigentlich extra Schlafsäcke platzieren? Keine Ahnung, zum Spawnen. Digga, dieser elendige Kleine kommt auf irgendeine Ecke auf einmal raus, während ich loote, überrascht mich. Eine kleine Überraschung ist so freundlich. Ich raub das da mal um. Und einmal für noch da. So. Steinmunition. Ach, ich ja schon. Und Holz. Haben wir eine selbstgebaute Pistole bauen. Sehr schön. Deren Hals ist ein bisschen langgezogen jetzt wegen mir.
Und das heißt runter da in den Keller. Los, runter. Also ich glaube vielleicht, dass ich ihn nicht verrecken werde, aber. Also ich sammle jetzt Holz, ich rette dich dann nicht. Alles gut. Ist doch nicht so weit, Mist. Weil. Ich finde, es ist eigentlich eine gute Idee, Flammenherz auf Holz loszulassen. Nein, ich halte es für keine gute Idee. Ich brauche. Wir müssen uns aber trotzdem die Arbeit teilen. Aber Mist, ich dachte, ich komme jetzt von meiner Arbeit rum. Nein, tut mir leid. Wie viel Holz hast du schon? 1000. 1100 meinst du, oder? Ja. Okay. Gott, nur wisst ihr, wie du darauf reagierst. Was? Wollt nur wissen, wie du darauf reagierst. Alles gut. Was brauche ich für die selbstgebaute Pistole? Das würde mich jetzt interessieren. Jetzt für die andere Muni. Das nächste, was ich brauchen würde, werden dieser Steinofen da. Das ist Metall. Das wäre so eine Sache, ich würde für 6 das noch brauchen. Wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch? Ich bin gerade bei Level 3. Oh. Das Holz würde ich jetzt erstmal in Stacheln reinstecken. Okay? Was? In diese Spikes. Für die Verteidigung. Ach so, ja klar. So. Warte. So. Essen oder sowas für mich? Ich habe mein letztes Essen gegessen. Okay. Eigentlich könnten wir richtig happy mit dem Haus sein. Wenn die Zombies nicht wären, könnten wir richtig schönes Leben jetzt haben. Hier, schau mal. Okay, ist ja schön. Selbst gebaut. Ich wollte rein. Ich bin auch noch da hinten. Ja.
Jetzt soll's vielleicht mal, oder? Ich wollte auch ausbauen und helfen. Ja, gib mir ein bisschen Teil, dass ich was machen kann, oder? Oh, ist das schön hier. Ich geht das gleich. Irgendwo ein Zombie? Ich kann nicht mehr. Da. Okay, ich geb dir die Hälfte. Und dann lässt du mich weiter schwimmen. Ich weiß nicht, wie man das halbiert. Gehst drauf nochmal, warte. Und drückst drauf. Nee, einfach rechts rüber ziehen. Warte. Jetzt hab ich hier alles getroffen. Hier. Hier. Ich sammle mir gleich wieder Holz. So, okay. Cool. Nein, meine Axt ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Und dann leg sie. Ich hol mir schnell Holz. Warum liegt da dieses Reh einfach am Boden? Was für ein Reh? Das Reh, was am Boden liegt bei uns. Ich sehe kein Reh. Da liegt ein Reh bei uns vor der Purpurlinde am Boden. Ja, sogar zwei Autos, wow. Rehbär? Jo. Wollen wir das Haus kaufen? Ich glaube, da fragt sich keiner, ob du das kaufen willst. Ja, dann zeig mir doch, wo du bist schon. Do. Hinter dir. Mach doch mal zu. Jo. Kannst du es wenigstens schön bauen? Das ist ja nur provisorisch. Jetzt riecht doch nicht mehr auf. Irgend sowas. Das ist mir lieber, ich verreck nicht vor euch. Es muss alles schön sein. Wenn du dann stirbst, bringt es dir auch nichts. Dann sterbe ich wenigstens, aber schön. Die Zombies sagen danke. So. Steine. Ja. Aber ich würde noch sagen, dass die Folge dann langsam zu Ende ist. Wir sind schon bei 32 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, ob die Flamina wieder dabei ist. Oder ob sie es wieder vergisst. Was kann ich da vergessen? Naja, wie soll das sein? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.